So, meine lieben Freunde da draußen, jetzt willkommen nochmal zurück bei Hero TV Premium. Ja, da mich doch sehr viele jetzt in letzter Zeit oft fragten, wie dieses Vault Edit im Multiplayer von Minecraft geht, werde ich es heute ein bisschen tutorialen. Ich weiß nicht, ob ich es perfekt mache. Wenn es euch, wenn ihr es dann nicht versteht, dann sucht euch noch andere Tutorials, die euch vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Also ja, dann fangen wir jetzt an, suchen uns jetzt erstmal kurz eine gerade Fläche, habe ich jetzt nicht gemacht. Nehmen wir die hier gleich. Ich habe meine Sichtweite runter gemacht, weil meine Grafikkarte gerade wieder durchgebrannt ist. Mal wieder. Ja, warum mache ich das jetzt eigentlich? Ach ja, also. Wenn ihr Admin oder Operator seid, dann nehmt ihr euch, geht ihr auf Werkzeuge. Wer too many Items hat, sucht sich eine Holzaxt daraus. So. Jetzt habt ihr eine Holzaxt in der Hand. Ihr wollt eine Fläche zum Beispiel jetzt als Stein haben. Die Blog-ID findet ihr immerhin wieder auf HeroTV Premium, glaube ich, .de.tl. Ich werde das alles in die Beschreibung wieder stecken. Jedenfalls, macht ihr hier einmal Linksklick, dann müsst ihr da stehen, First Position, Position. Also erste Position wurde gesetzt, hier, genau da, wo ihr es gemacht habt. Dann geht ihr ein wenig weiter nach vorne, macht hier noch einmal Rechtsklick. So, das steht da Second Position. Ja, das heißt Position, jetzt bin ich mir einig. So, dann geht ihr auf den Chat. Dort gebt ihr nun Slash doppelt mal. Also nicht einmal. Bei einmal geht's nicht. Können wir gerne gucken hier. Geht nicht. Gibt's den Command nicht? Also doppelt. Dann macht ihr Z und 1. 1 ist jetzt die Stein-IB. Schon habt ihr die ganze Fläche hier voll Stein. So, wollt ihr es hier doch hochziehen, dann müsst ihr euch also hier ein paar Blöcke nach oben bauen, so wie ich weiß. Dort macht ihr dann wieder Linksklick, dann geht ihr wieder runter. Wieder Rechtsklick. Oh, ich sehe gerade, dass ich Rechtsklick, hallo. Geh mal weg. Eins. Ah, jetzt zwei. Hat er selber gerade geleckt, wahrscheinlich. Und dann habt ihr hier wie so einen Block hier stehen. Einen viereckigen Block. So. Machen wir jetzt kurz Undo. Eins. So. Wollt ihr jedoch, das hier der Mitte, also alles drin ist. Oh, jetzt leckt es gerade. Was gerade nicht drin sein soll, nicht haben. So gibt ihr dann ein Doppelslash. WALLS. Und die Block-ID wieder dahinter. Schon habt ihr die Walls. Also das ist jetzt wie ein Haus zum Beispiel zu bauen. Was jedoch bei diesen Stairs, also Steinstufen zum Beispiel, nicht geht. Denn die richten sich nur nach einer Richtung. Nicht so wie ihr es wollt. Herr Lukas, waren jetzt 200 Blöcke hoch. Passt auf. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel eins machen. Und hier. Dann gehen wir jetzt hier runter. Machen hier. Ach stimmt, ich müsste selber nochmal nachgucken, weil ich ja jetzt too many items nicht mehr habe. Deswegen werde ich kurz nochmal hier einen kleinen Stopp machen und nochmal was gucken. Also ne, ja. So, kleiner Schnitt, kurzer Sinn. Jetzt sind wir wieder da. Und ich habe jetzt die Block-ID raus. Macht Walls. Und 1, 3, 6 war es, glaube ich. Ja. So, wie ihr seht, richtet das sich alles nach einer Richtung. Und das zwar immer nach Norden. Also wisst ihr immer, wo Norden steht? Es steckt dort. So, was müssten wir jetzt noch Wichtiges finden? Eigentlich nichts weiter. Das war's schon mit Vault Edit. Falls ihr mehr wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und fragt mich per Skype wieder. Und ja, dann sage ich euch mal hier Tschüss, bevor ich das hier wegmache. Ach ja, und 0 ist immer R, das heißt, gibt es nicht und ist mit Fritz gelöscht. Da wünsche ich euch noch viel Spaß demnächst. Und ja, schönes Wochenende noch.